allererstes müssen wir jetzt erstmal deinen Haarreif ausmessen. Und dann gucken, bis wohin du dann das Garaffilter haben willst. Bis wohin soll das gehen? Ich würde so sagen, hier so. So, das ist jetzt eins von den beiden Bändern, die wir jetzt raffen werden. Für den Teil, der dann oben quasi absteht. Das werden wir jetzt einfach einmal zusammenstecken und hier an der Seite zusammennehmen, sodass wir quasi wieder einen Tunnel haben. Sein und jetzt nähen wir noch hier oben ein Sandband dran. Pinnen wir dann oben an die Ecke und nähen das dann noch schnell fest. Da wir hier vorne natürlich schöne Kanten haben wollen, schlagen wir das jetzt einfach einmal nach innen. Und zwar nehmen wir dann auch das Samtband, Deutsch. So, das haben wir jetzt einmal mit beiden Teilen für das Haarband oben, für das Geraffelte gemacht und haben gleich auch noch die Spitze, wo wir nachher den Haarreif reinstecken werden, abgesteckt und das nähen wir dann jetzt einmal fest. Das haben wir jetzt erstmal festgenäht. Unten habe ich es jetzt nicht festgenäht, weil ich wollte erstmal gucken, wie sich das dann verhält, wenn ich es raffel. Und apropos raffeln, was machen wir jetzt? Und zwar nähen wir zwei Bahnen wieder wie bei der Schürze, ohne Vernähen gerade runter und ja. So, ich habe jetzt angefangen, das Haarband auf die Spitze zu stecken, sodass wir den Tunnel hier unten haben und ich das hier oben quasi ungefähr hier zwischen oder hier drunter festnähen werde. Und dadurch werden wir jetzt hier durch den Tunnel, den wir genäht haben, einmal den Haarreif stecken. Das wird jetzt friemelig. Juhu. So, wir haben jetzt einfach die Sachen über den Haarreif gestülpt quasi und dann noch
mit bisschen Kleber hier die kleine Fledermaus dran geklebt, weil die Mates das so haben.